Wir betrachten heute eine sechste Station auf dem Leidensweg Jesu. Veronika reicht Jesus das Schweißtuch. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Wir singen die dritte Strophe von dem Lied Nummer 289. Die Farbe deiner Wangen, der roten Lippen Pracht, ist hin und ganz vergangen. Des blassen Todes Macht hat alles hingenommen, hat alles hingerafft. Und so bist du gekommen von deines Leibes Kraft. Aus dem Buch Jesaja. Er hatte keine schöne und edle Gestalt, so dass wir ihn anschauen mochten. Er sah nicht so aus, dass wir Gefallen fanden an ihm. Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden. Ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet. Wir schätzten ihn nicht. Veronika reicht Jesus auf seinem Leidensweg ein Tuch, um seine Leiden erträglicher zu machen. Auf diesem Tuch bildet Jesus seine Liebe ab. Ein Ereignis, das nicht in der Bibel steht, aber das in der Tradition überliefert ist. Veronika knetet ein Tuch zwischen ihren Händen. Der Schmerz über den Anblick, den Jesus bietet, muss irgendwo hin. Einige Male war Veronika ganz in Jesu Nähe. Sie glaubt seinen Worten. Mit seiner Art zu leben und zu lieben könnte ihre ganze Umgebung friedlicher werden. Ihr Dorf, das ganze Volk. Die Nachricht seiner Verurteilung verbreitet sich schnell. Veronika klammert sich an das Tuch, das sie in ihrer Rocktasche trägt. Sie hütet dieses Tuch wie einen Schatz. Es war im Haus ihrer Großeltern, am Rande von Jerusalem, gewebt worden, noch bevor der Krieg begonnen hatte, in dem die römischen Feldherren aus Tempel und Stadt vertrieben wurden. Ihre Großmutter hatte es über den Krieg gerettet. Seither begleitet das Tuch Veronika nun durch ihr Leben. Sie steht am Wegesrand und sieht, wie sehr die Last des Kreuzes Jesus quält. Da fasst sich Veronika ein Herz, läuft mitten auf den Weg und hält ihm das Tuch hin.
Veronika tupft Blut und Schweiß von seinem Gesicht. Tupft sein Gesicht mitten in ihr Tuch. Hab ich schon Schmerz durchlebt, durchlitten? Wo gibt es in meinem Leben Spuren von Schmerz, von Trauer? Gott, du Mitfühlender und du Barmherziger, was uns Schmerz bereitet, trägt deine Spuren. Was uns heilig ist, trägt deine Spuren. Unsere innigsten Erinnerungen an die Liebe, die wir erfahren, an die Trauer, die wir durchleben, das alles trägt deine Spuren. Das alles, was deine Spuren trägt, soll uns trösten. Wo wir trösten, helfen, lindern, trägt uns deine Spur. Wir wollen hinschauen und dem Leiden vieler namenloser Menschen ein Gesicht geben. Herr Jesus, voll Güte hast du dein heiliges Angesicht im Schweißtuch der Veronika nachgebildet. Wir bitten dich, erbarme dich über uns und über die ganze Welt.